Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Frau Radziwill, ich habe echt Mitgefühl mit Ihnen, aber zu den ganzen Aphorismen, die Sie hier vorgetragen haben, fällt mir auch noch ein Spruch ein, der zeitgeschichtlich auch sozusagen nicht von der Hand zu weisen ist, nämlich wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich finde, es ist tatsächlich ein Trauerspiel. Die CDU bremst und blockiert die Umwandlungsverordnung als zentrales wohnungspolitisches Instrument. Das hat Frau Radziwill ja hier sehr ausführlich dargestellt. Die SPD hat dies übrigens bis 2011 getan und ist ja möglicherweise nicht mal böse, dass die CDU jetzt diese Rolle übernommen hat. Aber zu ihren Gunsten möchte ich annehmen, dass Sie Ihre Position überprüft haben und nun an der CDU nicht vorbeikommen. Der Zwischenbericht der Koalition zum Antrag der Grünen ist jämmerlich. Behauptet wird hier, wegen der Mietpreisbremse bestehe Klärungsbedarf. Das haben Sie ja dankenswerterweise auch noch mal zitiert. Aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Es ist kein Geheimnis, dass diese Koalition in vielen Fragen nicht einig, also nicht politikfähig ist. Dann sollen Sie uns aber bitte mit diesem Unsinn verschonen. Mit der überfälligen Verordnung könnten Bezirke in Milieuschutzgebieten die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unterbinden. Aktuell werden massenweise Altbauten von kleinen und großen Finanzinvestoren aufgekauft und die haben nur das Interesse, die Objekte aufzuwerten, zu filetieren und dadurch Kasse zu machen. Stichwort Betongold. Aufwendige Modernisierungsmaßnahmen, satte Mieterhöhungen sollen entweder den Kaufpreis hochtreiben oder wieder einspielen oder der neue Eigentümer will die Wohnung selbst nutzen. Mieterhöhungen, Modernisierungsankündigungen, Eigenbedarfskündigungen sind die Folge. Mieterinnen und Mieter geraten unter Druck und manche gehen dabei in die Knie. Und ich finde, das sollte die SPD sich klar machen, dass sie hier auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter sich von der CDU auf der Nase rumtanzen lässt. Gut zwar, dass es den verlängerten Kündigungsschutz gibt, mittlerweile für ganz Berlin und für 10 Jahre. Doch auch dieser hilft eben nicht gegen Schikane, gegen rabiate Vermietermethoden, gegen überzogene Baumaßnahmen und gegen den Verdrängungsdruck. Und deshalb brauchen wir die Umwandlungsverordnung, damit wir die Wohnbevölkerung eben tatsächlich schützen können. Die lange Vorgeschichte und die peinliche Vorstellung der Koalition beginnt nicht erst mit der Einbringung des Grünen Antrags am 28. August 2013. Dessen zahlreiche Vertagungen durch die Koalition aufzuzählen, an dieser Stelle entbehrlich ist, zumal Frau Schmidberger das getan hat. Diese lange Vorgeschichte ist wichtig und interessant. Deshalb hier ein kurzer Rückblick. Eine Anhörung im Bauausschuss im März 2011, damals gehörte ich ihm noch nicht an, hatte ergeben, dass Hamburg mit diesem Instrument sehr gute Erfahrungen hat und die Zahl der Umwandlungen zurückgegangen ist. Zudem würden die Bezirke motiviert, das Instrument der Milieuschutzverordnung aktiver zu nutzen, die ja ohne die Umwandlungsverordnung, ich sag mal, ein bisschen zahnlos sind. Nicht zu unterschätzen sei das Signal an den Wohnungsmarkt. Die Verordnung nehme Druck aus den betroffenen Kiezen. In rot-roten Zeiten war bekanntlich nicht mehr drin als die Verlängerung und Ausweitung des Kündigungsschutzes. Leider. Aber bereits im April 2012 stellte die Linksfraktion den Antrag Umwandlungsverordnung für Berlin. Am 16. Mai 2012 wurde dieser im Ausschuss debattiert. Die Koalition bat damals auch wegen Klärungsbedarf um Vertagung. Geklärt wurde offenbar nichts, denn der Antrag wurde am 14. November 2012 ohne größere Aussprache schlichtweg abgelehnt. Am 22. November 2012, reichliche Woche später, keine Ahnung, woher diese zeitliche Nähe kommt, lud die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt zu einem Fachgespräch ein, Titel: Welchen Beitrag kann die Umwandlungsverordnung für die sozialen Erhaltungsgebiete in Berlin leisten? Ergebnis: Die Kombination von Milieuschutz und Umwandlungsverordnung sei ein wirksames Instrument, um die Bevölkerung in den Gebieten zu halten und negative städtebauliche Entwicklung abzuwenden. Das Instrument sei nach den Erfahrungen in Hamburg und München rechtssicher, der Verwaltungs- und Personalaufwand sei überschaubar. Das Instrument Baustein eines Gesamtpaketes, an dem der Senat sowieso arbeite. Aha, so ist das also. Vor 2 Jahren ist das Ergebnis gewesen. Und wo sind wir heute? Wir erwarten von Michael Müller, dass er als designierter regierender Bürgermeister schon vor seinem Amtsantritt ein Zeichen für die Mieterstadt Berlin setzt. Das ginge sofort, wie wir seit der Antwort auf meine Frage im Plenum vom 21. November 2013 wissen. Der Text sei fertig ausgearbeitet und der Abstimmungsvorgang im Senat dazu eingeleitet. Das war damals die Antwort. Woran es scheitert, kann ja Herr Brauner dann gleich noch mal ausführen.
Wenn Herr Müller das jetzt nicht hinbekommt, dann soll er gefälligst nach seiner Wahl als regierender Bürgermeister seine Richtlinienkompetenz nutzen und die Umwandlungsverordnung durchsetzen. Unsere Unterstützung hat er dafür. Vielen Dank.